Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht ein Thema. Unser Thema heißt, ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. Und ich möchte gerne mit euch sprechen über besondere Eindrücke, gravierende Eindrücke, die ihr irgendwann mal hattet in eurem Leben. Bilder, die sich euch eingeprägt haben, von denen ihr sagt, das lässt mich irgendwie nicht mehr los, das habe ich im Kopf. Das kann vielleicht sein, dass ihr an einem Unfall beteiligt wart oder dass ihr Zeuge von irgendetwas wart, vielleicht einer Straftat. Vielleicht ist es aber auch irgendein besonderes Sexereignis gewesen, wo ihr sagt, was ich da gesehen habe, das ist so unfassbar, dass... habe ich noch nie wieder gesehen und das hat sich mir so eingeprägt. Oder vielleicht hatte der eine oder andere von euch eine Geistererscheinung. So etwas prägt sich unter Umständen ja auch sehr ein. Also das Thema heißt, ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. Unser Thema heute Nacht. Wenn ihr mir gerne von solchen Eindrücken erzählen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder meldet uns unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist Magda und Magda ist 52 Jahre alt. Hallo Magda. Hallo Domian. Hallo. Hallo. Domian, ich habe gestern zufällig in deine Sendung reingezappt und da fiel ein Satz und der hat mich mitten ins Herz getroffen. Mhm. Es können auch Leute anrufen, die, so hast du ähnlich gesagt, wie den Tod oder den Todeskampf ihres Partners oder jemandens gesehen haben und es nicht mehr vergessen können. Ja. Und das ist mir passiert vor 9 Wochen. Vor 9 Wochen? Mein Mann gestorben innerhalb von 2 bis 3 Minuten. Und der Todeskampf, der ist so schrecklich gewesen. Und ich habe ihn Tag und Nacht vor Augen. Es springt Tag und Nacht in Farbe vor meinen Augen rum und geht nicht mehr weg. Du sagst, das ist vor 9 Wochen passiert. Ja, das vor 9 Wochen. Das ist ja quasi wie gerade eben. Ja, ich bin immer noch nicht in der Wirklichkeit. Das glaube ich. Ich bin noch nicht wach, ich bin noch nicht da. Ja. Ich kann es noch nicht glauben, ich stehe an seinem Grab. War dein Ich gehe jeden Tag zum Grab und lamentiere da unten auf dem Friedhof herum. War dein Mann sehr krank? Nein, er war nicht krank. Er hatte nicht mal Bluthochdruck. Er hat auch keine Medikamente genommen. Mhm. Er ist an einem ganz schweren Herzinfarkt ganz plötzlich gestorben. Völlig unerwartet. Völlig unerwartet, ja. Quasi wirklich von einer Sekunde auf die andere Sekunde aus dem Leben gerissen. Innerhalb von 2 bis 3 Minuten. Wie war die Situation? Unter meinen Armen ist er, also in meinen Armen gestorben. Unter meiner Herzdruckmassage und unter meinen Wiederbelebungsversuchen. Zu welcher Tageszeit war das? Das war ziemlich genau um 22 Uhr samstags. Was hattet ihr gerade getan währenddessen? Was haben wir gerade getan? Also 2 Stunden oder 1 Stunde vorher war noch alles in Ordnung. Wir waren im Internet. Mhm. Er hat mit seinem Bruder telefoniert. War alles in Ordnung. Alles war lustig. Wir haben herumgeflaxt. Dann um 9:45 kam die Frage, wer geht mit dem Hund? Ich sage, ich gehe mit dem Hund. Mhm. Dann sagt er, gut, ich gehe duschen. An dem Tag waren 35, 36 Grad. Er hat im Garten gearbeitet. Wir hatten uns gerade im Garten zugelegt. Und er war total verschwitzt. Und ich habe gesagt, gut, ich gehe mit dem Hund, ist kein Problem. Ja. Und er hat an dem Tag ein bisschen gejammert. Also ich bin so kaputt und ich bin halt kaputt und abgeschafft. Aber das hat er schon öfter gesagt und ich habe das darauf zurückgeführt, dass er halt so viel Gartenarbeit gemacht hat und dass er sich übernommen hat und so weiter. Ist es denn dann überhaupt noch zu dem Duschen gekommen? Ja. Also es war genau 10 Uhr und ich war auf dem Weg zur Haustüre und höre noch die Dusche. Soll ich das jetzt genau erzählen? Wenn du das gerne möchtest, ja. Also ich höre die Dusche auf dem Weg, komm rein. Dann war es ungefähr 1:50. Dann kommt er aus der Dusche raus, in der Unterhose mit dem Handtuch rum und konnte sich die Haare nicht mehr richtig abtrocknen. Da lief noch das Wasser raus. Geht ins Wohnzimmer, schmeißt sich auf die kleine Couch und sagt, mir ist so schlecht, mir ist so schlecht, mir tut's da so weh im Dreieck.
Also in der Herzgegend. Herzgegend, mhm. im Dreieck, mhm. und mir ist so schlecht. Kannst du mir, er hatte schon ein paar Mal Bauchweh, ein paar Mal, mhm. aber Bauchweh, nicht so mhm. im Dreieck. Mhm. Und da er zu rauchen aufgehört hat vor 4 Jahren und dann so stark übergewichtig wurde, ganz schnell, ja. aber nur am Bauch, ja. haben wir auch schon immer Angst gehabt und viel drüber gesprochen, mhm. über die Ernährung und mhm. aufpassen und Bauchfett. Also und. Er lag dann oft auf der Couch und ihm ging es sehr, sehr schlecht. Er saß noch. Er saß noch. Ja, dann mhm. habe ich ihm ein Aspirin gebracht, weil ich Angst um ihn hatte, um sein Blut zu verdünnen. Ein Melissengeist und ein Renny wollte er haben. Mhm. Dann mhm. hat er das alles auf einmal geschluckt. Mhm. Schlägt sich das Handtuch vor den Mund und sagt, ich muss spucken. Na, mhm. auf Schwäbisch halt anders. Mhm. Und dann haben wir noch gelacht und haben gesagt, stell dich nicht so an. Mhm. Und dann sagt er, ich muss mich ganz ausstrecken, mir ist so schlecht, ich muss rüber auf die Couch, ich muss mich ganz hinlegen. Und geht rüber auf die Couch, legt sich ganz hin mhm. und ich tanze gerade noch so vorm Wohnzimmertisch rum. Und eine Minute später fängt er an zu sterben. Ich habe das sofort gesehen. Sein Gesicht hat sich verändert. Auf einmal kam die... Ich stehe so am Wohnzimmertisch und denke, hä, was ist denn da? Herzinfarkt. Mhm. Auf einmal kommen die Gesichtsknochen ganz stark raus. Mhm. Die Haut spannt sich ganz arg. Das ganze Gesicht fängt an, als wollte es hervortreten, als wollten die Knochen raustreten. Dann hat sich der Oberkörper, die Knochen vom Oberkörper, vom Brustkorb, die haben sich herausgestreckt und herausgebäumt, aber seine Arme lagen noch neben dem Körper. Mhm. Er konnte kein Pieps mehr machen mhm. und hat nach Luft gerungen und nach Luft gerungen. Und du? Du hast es gesehen? Und ich bin da gestanden am Wohnzimmertisch, Herzinfarkt, mhm. Telefon 112. Das war dir in dem Moment, obwohl es gar nicht irgendwie in der Luft lag, dass er herzkrank ist, war dir in dem Moment, war dir die Ernsthaftigkeit der Situation absolut klar? Sofort, mhm. von der ersten Sekunde mhm. an. Mein Mann hat jetzt einen Herzinfarkt. Mhm. Also er lag quasi im Todeskampf, ja. dann hast du schnell angerufen. Ja, schnell war gut. Ich habe 112, habe ich gedacht, ja. das ist richtig. Nachher musste ich mir sagen lassen, nein, 110 ist richtig, mhm. was ich aber nicht glaube. Ja, und dann stellen die ja 4, 5 Fragen. Mhm. Da habe ich getobt am Telefon und geschrien, er stirbt, er mhm. ist ja schon tot, jetzt kommen sie doch, fragen sie nicht so viel. Er stirbt und immer nur die Straße reingebrüllt und die Straße reingebrüllt mhm. und bin hier vor dem Wohnzimmertisch mit dem Telefon herumgesprungen, wie das HB-Männchen. Mhm. Na? Gut, aufgelegt, spring zu meinem Mann, fang an mit Herzdruckmassage mhm. und zähl laut vor mich hin, ja. also mit beiden Handrücken, ja. voll aufs Dreieck und so stark drücken, wie man kann mhm. und zähl 1, 2, 3, 4, 5 mhm. und zähl mhm. bis 40, 50, 60. War er da noch bei Bewusstsein? Da hat er noch, also da waren die Augen noch nicht gebrochen. Das mhm. ist von der zweiten auf die dritte Minute passiert. Mhm. Und hab ihm... Hat er da noch was sagen können? Nein, in der letzten... Nein. kein Piep. Hat er dich angeguckt oder ja, an die Decke gestiert? Das wollte ich gerade erzählen. Mhm. Also ich habe gedrückt und gedrückt und gepustet und gedrückt und gepustet und gedrückt und gepustet. Und als ich das dreimal gemacht habe, habe ich gesehen, das hat keinen Sinn mehr. Mhm. Der Herzinfarkt ist so stark. Mhm. Der liebe Gott oder wer gibt mir den Mann nicht mehr zurück? Der stirbt das mir unter den Fingern. Das war dir da klar? Das war mir ganz klar. Der stirbt mhm. massiv. Da gibt's kein Zurück mhm. mehr. Und das ist dann auch geschehen? Dann sind die Augen gebrochen. Von der zweiten auf die dritten Minute hat sich so wie so ein Schleier über die Augen, über mhm. die Linse gelegt. Mhm. Und ich habe noch nie einen Tod erlebt und noch nie einen Toten gesehen, aber ich wusste, er ist gestorben. Und dann ging das Köpfle auf die Seite ja. und dann ist auch so das Unterkiefer ein bisschen auf die Seite gerutscht. Und dann kamen die Augen und dann sein Kopf nicht mehr, aber die Augen kamen noch einmal von der Seite ganz langsam rüber, mitten in mein Gesicht. Aber sie haben mich nicht mehr gefunden. Mhm. Aber sie waren auch nicht starr. Mhm. Und hat mich angeschaut, als wollte er sagen, was machst du da mit mir? Mhm. Und dann fing dieses Todesröcheln an. Und mhm. ich wusste gleich, das ist das Todesröcheln. Und er ist tot. Das ist, ich weiß nicht, wie lange das Todesröcheln, vielleicht noch 2 oder 3 Minuten. Ja, und dann kam wie lange dann ewig... Magde, wie lange dauerte das? Das stelle ich mir... als die Hölle vor, wenn man ja, da ja. sitzt und alleine ist. Er springt vor meinen Augen rum und ich war ganz allein. Der Hund hat gebellt wie ein Wahnsinniger. Mhm. Den musste ich noch einfangen und im Kinderzimmer festbinden. Du weißt wahrscheinlich gar nicht, wie lange es gedauert hat, bis die Ärzte dann Ewig. Mhm. In der Zwischenzeit bin ich wieder raus ins Treppenhaus und habe gedacht, wo bleiben die denn? Mhm. Wo bleiben die denn, die Idioten? Dann musste ich mir noch schnell was anziehen, weil ich habe bloß einen Sonnen.
einen Top angehabt und Unterwäsche, weil das war so heiß. Als die dann kamen, war es dann zu spät. Als die dann kamen, war es zu spät. Und dann natürlich erst noch blöde Fragen. Mhm. Die sind nicht zu ihm hingesprungen und haben da gleich irgendwas gemacht. Mhm. Was ist passiert? Mhm. Was ist passiert? Was ist abgelaufen? Das Ganze ist jetzt 9 Wochen her, sagst du. Ja, Ich höre das ja, und das ist auch völlig klar, dass du noch immer komplett unter Schock stehst. Ich bin fix und fuchsig. Ja, und das Schlimme ist, ich war jetzt irgendwie noch in so einem Trauma. Aber jetzt wird es langsam Wirklichkeit. Mhm. Und jetzt wird es noch schlimmer. Mhm. Kannst du nachts überhaupt schlafen? Nee, nicht mehr. Nee. Nicht mehr. Habt ihr Kinder? Ich habe eine Tochter, ja. Wie ein Mädchen, 23, Studentin. Ist die denn wenigstens in deiner Nähe oder ist sie weit weg zum Studieren? Nee, die wohnt noch hier. Die war gerade am Ausziehen, aber jetzt ist sie noch bei mir geblieben. Die war schon am Umziehen praktisch, hat teilweise schon Möbel gekauft gehabt und so. Aber jetzt bleibt sie noch bei mir. Das ist auch ein Problem. Sie kann die Trauer der Mutter nicht sehen und nicht ertragen. Hast du Menschen, mit denen du, ausgenommen deine Tochter, die das gar nicht ertragen kann, hast du Menschen, mit denen du über deine Trauer wirklich sprechen kannst? Intensiv? Nee. Ich habe eigentlich nur eine ganz gute Freundin und dann habe ich einen Schwager und eine Schwägerin, die mir sehr, sehr viel geholfen haben. Magda, ich möchte sehr gerne, also erstmal glaube ich, dass das wirklich ein Eindruck ist, den du dein Leben lang nicht vergessen wirst. Nee. Das ist mir völlig klar. Ich habe gelernt in dieser Sendung, dass es ganz wichtig ist, dass Menschen, die so unter Schock stehen und die so traurig sind, dass die sprechen müssen, dass die viel sprechen müssen. Das hat mich so ins Herz getroffen, der Satz gestern von dir. Ich rufe da jetzt an. Ja. So, und ich möchte gerne, dass du jetzt gleich mit meiner Psychologin sprichst. Mhm, und dann könnt ihr beide ein bisschen beraten, wo du dir auch noch Hilfe suchen kannst, wo es vielleicht Selbsthilfegruppen gibt, wo es Trauerbegleitung gibt und so weiter. Damit du einfach eine Hilfe kriegst, eine Unterstützung. Mir tut es sehr, sehr, sehr leid, was dir passiert ist. Sehr, sehr leid. Und ich glaube, alle, die zugehört haben, werden das Gefühl teilen. Und ich kann das wirklich nachvollziehen oder erahne das, was du da in dein Gehirn eingebrannt bekommen hast. Jetzt legst du bitte auf und diese Simone, so heißt meine Psychologin, ruft dich jetzt sofort an. Gut, Domian. Von Herzen alles, alles, alles Liebe. Ja, recht herzlichen Dank. Auf Wiederhören, Magda. Danke. Tschüss. Unser Thema, ihr Lieben, heißt, ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. Ich möchte gerne sprechen mit euch über Eindrücke, die ihr hattet. Schlimme Eindrücke vielleicht, aber vielleicht auch schräge Eindrücke oder Dinge, die man gar nicht so zuordnen kann, die ihr immer vor Augen habt, die euch vielleicht vor kurzem passiert sind oder die vielleicht auch schon sehr lange her sind, dass sie euch passiert sind. Also, ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. Unser Thema heute 0800 220 5050 und weiter geht es mit Manuel. Und Manuel ist 25 Jahre alt. Hallo Manuel. Hallo. Ja, hallo. Ja, hallo Manuel. Ja, hi. Ja, erstmal mein herzliches Beileid an die Dame gerade. Also ich habe das gerade mitgekriegt und das ist schon eine traurige Geschichte. Das ist sehr schlimm. Das ist sehr schlimm. Und zwar geht's bei mir, ich habe jetzt seit 2 Monaten eine Freundin. Und ich sag mal so, sie ist eigentlich so mehr eine schüchterne Frau, die ist 22. Ja. Und ich habe sie damals kennengelernt im Krankenhaus und wir sind dann, sage ich mal, so ein halbes bis dreiviertel Jahr später zusammengekommen. Was heißt im Krankenhaus? Hast du im Krankenhaus gelegen? Ich habe im Krankenhaus gelegen, ja. Und sie war Schwester? Sie war auch da. Ach, sie war auch da. Also wir haben uns da kennengelernt, da war ich aber noch in einer Beziehung, also das spielt jetzt auch keine Rolle. Jedenfalls habe ich sie da kennengelernt und wir sind dann so peu à peu sind wir dann uns näher gekommen und irgendwann auch zusammengekommen. Ja, und jedenfalls hatte ich dann halt von ihr so den Eindruck, dass sie so mehr die Schüchterne ist und Zurückhaltende, ist sie eigentlich auch. Und jetzt vor einer Woche, wir sind jetzt seit 2 Monaten zusammen, vor einer Woche, dann sind wir dann auch mal langsam ein bisschen intimer geworden. Und dann habe ich dann festgestellt, dass sie ein Intimpiercing hat. Und das hat mich dann absolut aus der Bahn geworfen irgendwo. Also das ist etwas, hast du etwas gesehen, was dich nicht mehr loslässt? Das ist wirklich das, was mich nicht mehr loslässt. Und wir haben auch jetzt keinen Sex gehabt oder so. Ist dieses Intimpiercing so krass, irgendwie so groß, so spektakulär? Oder warum? Ist halt ein Stab und der geht dann direkt durch die Klitoris.
Ja. Und das. Wie groß ist, wie lang ist der Stab? Also, wie viel Zentimeter? Ja, 2 Zentimeter, glaube ich. Ja, so. Ja. Und ich habe sie dann auch darauf angesprochen, so. Mhm. So, sage ich mal, während der heißen Phase. Und dann merkte ich plötzlich, wie sie auf einmal abblockte irgendwo. Mhm. Und das hat mich natürlich sehr verunsichert, weil ich absolut nicht den Eindruck so hatte, dass sie überhaupt sowas hat. Ja, ja, stille Wasser sind tief. Ja, das stimmt. Mhm. Aber wie alte gesagt. Weisheit. Ja, so, da bist du konfrontiert worden damit, hast es gesehen, gefühlt, wie auch immer. Gab es denn, ist es denn zum Geschlechtsverkehr gekommen zwischen euch beiden? Nein, absolut gar nicht. Weil dich das so abschreckt? Nee, das überhaupt nicht. Die ist super schüchtern. Das ist das Problem an der Sache. Ach so, es ist nicht zum Geschlechtsverkehr gekommen, weil sie zu schüchtern ist. Sie ist absolut schüchtern. Ich dachte, dich würde das irritieren und du würdest das irgendwie blöd finden oder. Ach so. Ich finde sowas ja, also wenn ich jetzt mal ehrlich sage, ich finde das ja auch geil, aber ich hätte ihr das nie zugetraut. Ja. Also ich kenne sowas nur aus Pornofilmen oder Gott weiß was. Naja, du. Ja, gab es denn da ein Gespräch darüber? Hast du sie gefragt? Wie kommt ja, das? Ja, ich habe sie gleich da direkt danach gefragt, weil ich war so perplex irgendwie, da war bei mir sofort alles vorbei irgendwie. Ja. Und, aber aufgrund der Überraschung, ne? Aufgrund der Überraschung, ja, natürlich, klar. Mhm. Und dann habe ich sie. Ich habe sie natürlich auch gefragt und sie wich mir natürlich aus und hat mir nicht so direkt Antwort drauf gegeben. Dann habe ich sie halt ein paar Tage später nochmal gefragt gehabt und dann sagte sie halt, ja, weil ich muss dazu sagen, sie hat ein Brustpiercing mal gehabt, das hat sie allerdings wegen mir rausgenommen, weil ich eventuell Falsches denken könnte. Obwohl ihr erst 2 Monate zusammen seid, hat sie es dann schon wegen dir rausgenommen. Ja, sie hat mal ein Gespräch mitgekriegt und da. Hatte sie dir denn da schon gesagt, dass sie unten auch gepierst ist? Nein, nee. Über sowas haben wir überhaupt gar nicht gesprochen, deshalb. Ja, ja. Na gut, aber hätte ja sagen können, wenn sie schon extra ein Piercing wegen dir aus der Brust rausnimmt, hätte ja sagen können, dass sie dann auch sagt, pass mal auf, ein paar Zentimeter tiefer ist noch was zu finden. Nee, das kam dadurch zustande, dass sie draus genommen hat, weil da waren wir noch nicht zusammen. Ach so. Wir waren in der Kneipe und haben uns unterhalten, unter anderem auch mit dem Wirt. Und dann kamen wir irgendwie auf Piercings. Ja. Und da habe ich dann noch so gesagt, weil ich ihr auch nie zugetraut hätte. Ich meine, ich habe eine Ex-Freundin gehabt, die hat auch ein Brustpiercing gehabt. Ja. Und da habe ich noch so beiläufig irgendwie gesagt, ich kann gar nicht nachvollziehen, wie sich manche Leute da an gewissen Stellen stechen lassen können. So. Das hat sie natürlich verunsichert und deshalb hat sie dieses da oben rausgenommen. Weil sie wahrscheinlich gedacht hat, so da unten kommt er eh noch nicht dran, so nach dem Motto. Ne? Aber wenn ich jetzt das Mädchen wäre, wäre ich auch verunsichert, wenn ich denke, der findet das blöd, wäre ich auch ja. Erstmal. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Nun ist es raus, dass sie dort gepierst ist. Ja. Du findest das im Prinzip nicht abstoßend. Na, absolut nicht. Aber warum hast du dann zu ihr gesagt, dass du das blöd findest? Das war so ein allgemeines Gespräch. Achso, du hast es einfach mal so gesagt, gar nicht so richtig. Ich habe einfach nur gesagt, ich kann halt nicht verstehen, wie man sich so an gewissen Stellen piercen lassen kann. Also. Und ich wollte halt darauf hinaus, dann nimmst du an der Brust raus, aber unten lässt du drin. Also das verstehe ich irgendwo nicht. Ja, aber ist ja jetzt auch egal. Fakt ist, du bist verknallt in die Frau. Ja, absolut. Ich liebe die über alles. So. Sie ist unten gepierst, hat dich jetzt erstaunt, aber du findest es dennoch gut. Also, jetzt kann man sich ja daran gewöhnen und kann sagen, okay, es ist, wie es ist und jetzt ran. Domian, was ich da an der Sache nicht verstehe, sie ist so schüchtern und ich meine, irgendwo muss das ja herkommen. Sie hat mir auch gesagt, sie hätte nur mit 2 Männern in ihrem Leben Sex gehabt. Und ich sag mal, eine Frau, die sich unten piercen lässt, das muss da irgendwo einen Hintergrund haben. Vielleicht, aber ich meine, gib euch doch mal ein bisschen Zeit, ihr seid erst 2 Monate zusammen. Ja. Die wirst du schon mal kennenlernen, woher das kommt und was das ist. Ja, was ich halt nicht verstehe, weil sie mir immer ausweist, alles generell, was Sex angeht. Ich meine, die ist 22, ich meine, heutzutage, man muss doch ein bisschen offen irgendwie sein oder so. Schon, aber da weiß man wirklich nicht, was das für einen Hintergrund hat. Ich würde das aber jetzt erstmal langsam angehen lassen. Und irgendeine Offenheit scheint sie ja wirklich zu haben, wenn sie so einen krassen Eingriff da hat machen lassen. Ja, deshalb. Ja. Das heißt, ihr habt bisher auch noch keinen richtigen Sex miteinander gehabt? Nein, ja. Und jedes Mal, ich habe es ja auch schon darauf angesprochen, warum sie denn nicht möchte. Und ich meine, ich bin ein Mann. Ich sag mal, nach der Zeit bin ich auch mal geil. Und ich habe mir wirklich Zeit gelassen mit ihr. Weil sie will auch dann nicht. Sie will auch keinen richtigen Sex haben. Nee, sie lässt mich halt immer so bis zu einem gewissen Punkt und dann lockt sie ab. Ja. Und das verstehe ich halt nicht. Ich verstehe es auch nicht. Ich würde aber wirklich erstmal, ehe ich dann die große Welle machen würde, der ganzen Sache noch ein bisschen Zeit geben. Mhm. Du hast dich ja schon ziemlich nah rangearbeitet. Ja, allerdings. Und
Dann ist es eine Sache des Vertrauens, dass sie dann auch spricht. Würde ich jetzt erstmal nicht so problematisieren, sondern die Zeit wird es schon richten, hoffe ich mal. Und wenn nicht, telefonieren wir nochmal. Ja, woher, ne, das ist halt nur, ich habe halt Angst, dass sie vielleicht mir nicht alles gesagt hat. So, sie hat mir, wie gesagt, sie hat mir gesagt, irgendwie, sie hätte nur zwei Freunde vorher gehabt, mit denen sie Sex hatte. Mhm. Und, dann sag ihr doch ganz einfach, dass dir das völlig wurscht ist, wenn sie auch mit ganz vielen Sex hatte. Einfach wichtig ist nur, dass ihr euch die Wahrheit sagt. Mhm. In dem Sinne würde ich vorgehen, Manuel. Ja. Also, alles Gute. Schönen Gruß an deine Geliebte. Tschüss. Hier ist Janine. Janine. Ja, hallo Domian. Hallo Janine, 24 Jahre alt. Ja, ganz genau. Unser Thema heißt, ich sah etwas, was mich nicht mehr loslässt. Das kann etwas sehr Schlimmes sein. Das war die erste Anruferin vorhin. Das kann etwas Kurioses oder Witziges sein, das haben wir gerade gehört. Was ist es bei dir? Also bei mir würde ich auch eher sagen, es ist was Schlimmes. Ja. Ich erzähle jetzt einfach mal. Ja. Es war im Mai diesen Jahres. Ich war in der Stadt gewesen, um ganz normal einkaufen zu gehen. Und irgendwie hat mir eine Stimme gesagt, fahr zu deinem Opa. Mhm. Und ich weiß nicht, ich habe meine Mutter dann angerufen und habe ihr gesagt, dass ich zu meinem Opa fahre. Die hat in der Zeit auf meinen Sohn aufgepasst. Mhm. Heute ist Dezember 2. Und hab mir auch direkt ein Taxi bestellt und bin dann dahin gefahren. Ja. Schlüssel von meinem Opa. Hab die Türe aufgeschlossen. Und in der kleinen Diele waren die Wände schon blutbeschmiert. Blutbeschmiert? Genau. Und im... Lebte er alleine? Ja, er lebte alleine. Mhm. Er war 72 Jahre alt. Ja. Und im kleinen Badezimmer brannte Licht. Mhm. Mein Blick ging dann auch direkt da hinein und in der Badewanne, die Badewanne war auch voll mit Blut. Und in der Badewanne lag ein großes Küchenmesser und eine Gabel. Mhm. Blutbeschmiert und er lag in seinem Bett, mit dem Rücken zu mir gedreht, auf die Seite gedreht, mit einer Wolldecke zugedeckt. Mhm. Und ich habe zuerst geguckt, ob die Decke sich überhaupt noch bewegt. Mhm. Und die hebte sich leicht. Mhm. Und dann habe ich dann 3-4 Mal Opa gerufen. Mhm. Dann hat er sich rumgedreht und hat sich hingesetzt und in dem Moment ist die Decke runtergefallen. Mhm. Der Oberkörper war nackt. Mhm. Und der erste Blick war auf den Brustkorb in der Mitte, ganz genau, mhm. war ein großes Loch, wo Blutfetzen raushingen. Und er nur zu mir sagte, siehst du das große Messer in der Badewanne, ich sterbe. Und dann ist er zurückgefallen auf seine Kissen und hat die Augen wieder zugemacht. Ja, dann habe ich, zuerst war der Griff zu meinem Handy und habe dann zuerst mal Feuerwehr angerufen und... Mhm. Was hast du geistesgegenwärtig gemacht? Ich meine, das ist ja so heftig, so ein Eindruck. Ja, man kann es gar nicht beschreiben, was das für ein Eindruck ist. Das ist ja, ich glaube. So, dann hast du die Feuerwehr angerufen, also Notarzt, und dann? Ja, die haben mich gefragt, was los ist, und ich habe das dann geschildert, halt eben, was ich gesehen habe, was er mir gesagt hat, dass er noch bei Bewusstsein ist. Ja. Die haben dann gesagt, dass er dem jetzt Krankenwagen, Notarzt und Polizei vorbeischicken. Mhm. So, das sagt man, dann legt man auf, dann klickt man weg. Aber dann steht man alleine wieder in dem Zimmer mit dem schwer verletzten Opa. Ich habe in dem Moment sofort meine Mutter angerufen und habe ihr kurz geschildert, was ich gesehen habe. Wohnt die in der Nähe? Nein, das ist also schon, ja, was heißt in der Nähe? Das ist im Stadtteil. Mhm. Man muss aber schon mit dem Auto dahin fahren oder so. Hast du so lange mit deiner Mutter gesprochen, bis der Krankenwagen kam? Nee, also das war es ja. Ich hatte mit ihr gesprochen, konnte ihr nur einige Fetzen erzählen, die ich aufgefasst habe. Und ich habe gesagt, er hat sich umgebracht. Und in dem Moment hörte ich, dass mich jemand anders wieder angerufen hat. Und habe ich ihr gesagt, ich muss auflegen. Und dann habe ich aufgelegt und dann war die Feuerwehr wieder dran. Mhm. Und die haben mich dann halt eben gefragt, ob ich noch in der Wohnung wäre und ob er ansprechbar wäre. Und dann habe ich gesagt, ich stehe nicht in diesem Zimmer, wo er ist. Ich möchte da nicht mehr reingehen. Ach so, du hattest Angst. Ich hatte einfach Angst, weil es war auf dem Fußboden waren Fußabdrücke von ihm mit Blut und. Okay, du hast dann der Feuerwehr gesagt, du möchtest da nicht wieder reingehen und dann, wie ging es dann weiter? Die haben mir dann gesagt, ich soll einen Schlüssel von der Wohnung nehmen und runtergehen und den Leuten Bescheid sagen, wo sie hingehen. Ach so. Ja, dann habe ich mir nur einen Schlüssel geschnappt und mein Handy und halt eben bin runtergelaufen und die kamen dann auch direkt schon. Sie waren sehr schnell da gewesen. Bist du dann wieder zusammen mit denen hochgegangen? Ja, ich musste dann mit denen hochgehen. Ja, hast du da deinen Opa dann nochmal gesehen?
Ja, das ist jetzt der zweite Hammer, der eigentlich dazukommt. Ich habe ihnen gezeigt, wo er liegt. Mhm. Und die haben dann direkt alles rausgekramt aus ihren Koffern und pipapo. Und auf jeden Fall war auch ein Tropf gewesen. Mhm. Der war mit so einer Manschette umbunden, wo man halt eben Blutdruck mitmisst. Mhm. Und da war auch eine Praktikantin noch dabei gewesen. Die stand eigentlich mehr oder weniger nur da rum. Mhm. Und dann wurde ich dazu gerufen, ich soll doch bitte den Tropf festhalten. Mhm. Und was ich in dem Moment gar nicht verstehen konnte. Und ja. Ich war am Zittern und war am Weinen. Und ist auch nicht deine Aufgabe in dem Moment, aber egal. Eben, das wäre die Aufgabe eventuell der Praktikantin gewesen. Das heißt, du standst jetzt daneben und hast quasi dem Rettungsteam assistiert. Ja, genau. Und genau in diesem Moment hat er aufgehört zu atmen. Das Herz hat aufgehört zu schlagen. Da lag er auf seinem Bett. Auf dem Rücken und du standst... Auf dem Rücken, ganz genau. Und dann haben wir den... Du hast auf der Brust diese schwere Wunde gesehen? Ja, genau, das war aber nicht die einzige Wunde. Er hat sich 6-mal mit ein bisschen Messer in den Brustkorb gestellt. Gott, wie schrecklich. Ich stelle mir das auch jedes Mal vor. Gott, wie schrecklich. Ich sag mir immer, das macht man einmal und dann hört man auf, aber er hat es 6-mal gemacht. Er hat sich 6-mal, das muss man sich vorstellen, selbst mit einem Küchenmesser, sagst du, ne? Ja. Der im großen in den Brustkorb gestochen, ja. Das Messer reingerammt. Mhm. Und du hast dann da gestanden und hast gesehen, wie er gestorben ist. Naja, das ist es. Also in dem Moment ist er noch nicht gestorben. Er ist halt eben, wir haben ihn dann versucht zurückzuholen. Wir haben ihn an den Füßen gepackt, in die Mitte vom Bett gezogen und fingen dann an, mit den Fingern in diesen Löchern rumzubohren, um irgendeinen Zugang zu finden. Und bis mich dann irgendein Polizist da weggeholt hat, eben weil er auch gesehen hat, dass ich nicht mehr konnte. Mhm. Ja, und dann wurde er dann mit dem Hubschrauber weggeflogen ins Klinikum. Achso, das heißt, in der Wohnung lebte er dann noch? Vermutlich. Er lebte noch, also sie haben ihn zurückgeholt und er lebte noch. Und dann hat sich das einige Wochen hingezogen, dass er auf die Intensivstation verlegt wurde. Ach, einige Wochen sogar noch? Ja, genau. Und dann ist er auf die normale Station gekommen, weil er selbstständig atmen konnte. Also er hatte mit den Messerstichen die Lunge angegriffen, wurde dann übernäht. Und es kam aber mehrmals dazu, dass er nicht selbstständig atmen konnte und wurde dann wieder auf die Intensiv verlegt, weil er beatmet werden musste. Ist er denn dann gestorben? Er ist am 10. Juni gestorben. 10. Ja. Juni. Also das heißt, er hat einen ganz schweren Kampf noch gehabt. Ja, genau. Ist er denn hinterher, als er im Klinikum behandelt worden ist er dann nochmal zu Bewusstsein gekommen, richtig? Ja, also ich bin mehrmals hingefahren, sozusagen als Selbsttherapie irgendwie, dass ich diese Bilder vergessen, die ich da gesehen habe. Und andere Bilder in den Kopf reinzukriegen. Mhm. Und so, dass ich auch mit ihm sprechen konnte, aber sein Geisteszustand hatte schon sehr nachgelassen. Also er wusste einige Sachen gar nicht mehr. Und wusste er denn, was er gemacht hat? Nein, auch nicht. Auch nicht. Er wusste gar nicht, wieso er da war und ich sollte ihm das auch nicht sagen. Und das Kuriose war halt eben, der 10. Juni war ein Freitag. Mhm. Ich war dienstags bei ihm gewesen und er hatte sich eigentlich auch gefreut, mich zu sehen. Mhm. Und dann guckte er mich an und nahm meine Hand und dann sagte er, Janine, ich werde sterben. Ich sagte, nein, Opa, du wirst nicht sterben. Ich sagte, du kämpfst hier und du wirst das schaffen. Und dann hat er gesagt, nein, ich merke, dass ich sterben werde. Mhm. Und in dem Moment habe ich eigentlich Abschied von ihm genommen. Mhm. Dann ist er freitags, bin ich angerufen worden, dass er gestorben ist. Jetzt fragt man sich natürlich, warum hat der alte Mann so etwas getan? Hast du eine Ahnung, warum er das getan hat? Er hatte keine Lust mehr am Leben. Also er war jahrelang Alkoholiker gewesen, zwischendurch immer halt eben clean gewesen und hatte mehrmals gesagt, dass er keine Lust mehr hat am Leben und wir haben immer versucht, ihn einzuladen oder dass er hat uns eingeladen, aber hat immer wieder abgesagt, ob es die Taufe von meinem Sohn war oder sonst irgendetwas. Und seine Frau, war die schon verstorben, deine Oma? War mit 52 Jahren, ja, das ist schon 10 Jahre her. Also er war körperlich eigentlich nicht krank? Abgesehen von der Alkoholkrankheit hin, aber seelisch offensichtlich sehr, sehr darnieder liegend. Ja, genau. Mhm. Mhm. Deswegen denke ich mir auch jedes Mal wieder dieser Abrutsch dann halt eben mit dem Alkohol. Aber ist was mir so unverständlich ist, dass ein Mensch diesen Weg der Selbsttötung wählt? Das ist auch die Frage, die ich mir jedes Mal wieder stelle, weil wenn ich mich umbringen will, dann nehme ich Schlaftabletten, so dass ich einschlafe, einen sanften Tod halt eben. Mhm. Aber ich stelle mir auch jedes Mal wieder vor, wie er im Badezimmer gestanden haben muss und muss sich das Messer vor die Brust gehalten haben. Man will sich gar nicht vorstellen. Es ist ja fast so, als wollte er sich bewusst bestrafen für irgendetwas und sich selbst einen Schmerz zuführen. So ein Gefühl habe ich fast dabei.
Wie war denn dein Verhältnis zu deinem Opa? Mein Verhältnis war eigentlich so sehr gut. Also er hat von meiner Tante, es existiert auch nur ein Sohn, also auch praktisch sein Enkel. Mhm. Der ist jetzt 11 und da hatte er also nicht so den Draht zu, mhm. mehr zu mir halt eben. Und aber ich muss sagen, über die Zeit, wo das jetzt gewesen ist, mit der Intensivstation und alles drum und dran, habe ich erst gemerkt, was er mir eigentlich bedeutet hat, wie er mir bedeutet hat. Umso größer der Schmerz, ihn verloren zu haben. Ja, genau. Und unermesslich der Schmerz, wie du ihn verloren hast. Ne? Ja, genau. Also ich habe diese Bilder ständig vor mir und ich hätte ihn so gern gefragt, warum. Und und das Blöde ist halt eben, ich habe auch jetzt absolut keine Anlaufstelle, wo ich hingehen kann, weil er ist verstreut worden, irgendwo in Richtung Amsterdam. Das war immer sein Wunsch. Er ist vorher schon zum Beerdigungsinstitut gegangen, hat das festgehalten. Ach so, das hat er alles organisiert schon. Und jetzt habe ich gar nichts da mehr von ihm. Meinst du denn, dass er das auch alles geplant hatte, dass er das schon länger im Sinn hatte, das zu machen? Er hat es öfters mal geäußert, vor Jahren schon, aber er hat es nie verwirklicht. Er hat euch oder dir auch keinen Brief hinterlassen? Gar nichts. Gar nichts. Er war aber auf jeden Fall bis zum Schluss, bevor das passiert ist, ganz klar im Kopf. Er war ein sehr intelligenter Mann. Sehr intelligenter Mann. Wo man echt mit reden konnte und überhaupt. Ne? Und auch dann diesen rapiden Abbau von seinem Gehirn zu sehen, das war sehr schlimm. Also das war einfach nicht mal diese. Ich glaube auch, dass es sehr schwer ist, wenn man so keinen Ort hat, wo man trauern kann, wo man hingehen kann. Genau. Also ich habe jetzt hier ein Foto von ihm in der Wohnung hängen. Und ich versuche es irgendwo auch zu verdrängen, aber es kommt doch sehr oft raus, halt eben auch nachts, wenn ich im Bett liege. Ich weine sehr oft und habe auch jetzt mehr Angst vor dem Tod irgendwie. Also nicht vor meinem eigenen Tod, sondern mehr wie vor meiner Mutter oder vor meinem Sohn. Verstehe. Wenn da irgendwas passiert. Also ich liege oft hier nachts und weine und stelle mir das einfach vor, wie das wäre. Das ist. Janine, wir würden gerne versuchen, dir ein bisschen zu helfen in der jetzigen Situation. Ja. Dazu möchte ich dich bitten, aufzulegen und wir melden uns gleich bei dir nochmal. Ja, okay. Einverstanden? Alles Liebe wünsche ich dir von Herzen. Tschüss. Auf Wiederhören, Janine. 0800 220 5050. Meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt, ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. Darüber würde ich gerne mit euch sprechen. Das können ja sehr traurige, sehr dramatische, sehr schlimme Eindrücke sein, wie wir es gerade schon gehört haben. Es können aber auch irgendwie vielleicht skurrile Sachen sein. Oder vielleicht hat jemand mal eine Geistererscheinung gehabt, die alles andere waren als Quatsch, sondern wirklich etwas, was ihr als Realität erlebt habt und euch irgendwie sehr geprägt hat. Und ihr sagt, das lässt mich nicht mehr los, dieser Eindruck. Also wenn ihr gerne über dieses Thema mit mir sprechen wollt, ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt, meldet euch unter Domian, entweder RDE oder ruft an unter 0800 220 5050. Johann ist hier, 25 Jahre. Hallo Johann. Hallihallo Domian. Ja, hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Zu unserem Thema. Ja, und zwar, ich habe ein unvergessliches Erlebnis gehabt, und zwar ein Sexerlebnis. Ja. Das war so im Frühjahr 2001 mit meiner ehemaligen Lebensgefährtin. Ja. Und da waren wir frisch verliebt, da waren wir auf so einem Wochenendtrip in Prag und haben es dann richtig krachen lassen. Und ich muss dazu sagen, wir haben auch etwas getrunken, sie eigentlich viel mehr als ich. Und dann hatten wir richtig guten Sex, sehr lange. In einer Pension, einem Hotel? Nee, also in einem Apartment von meinem Onkel. Ach so. Ja, und dann während dieses Sexes, also schon nach 2 Stunden circa oder nach 2,5 Stunden, kam plötzlich aus ihrer Vagina, werde ich jetzt, muss man einfach mal so Klartext sagen, ein riesen Wasserschwall raus. Ja. Also wie man sich's bei Männern, kennt man es ja, wenn sie abspritzen. Ja. Nur, dass sie halt abgespritzt hat und eben eine Riesenmenge Flüssigkeit auf einmal aufs Bettlaken oder auf mich verteilt hat. Also ich muss sagen... Da warst du armer Batz, was? Ja, ich war Batz. Erst war ich ein bisschen schockiert, aber das hielt nur ein paar Sekunden an. Ich fand es sehr schön, sie... hat dann nur so stöhnend gemeint, hey, was machst du mit mir? Ja. Und ich habe gemeint, ja, hey, Kathleen, du hast jetzt abgespritzt, das war richtig heftig. Und sie konnte mir nicht glauben, weil während des Sexes habe ich ja auch sehr viel dehydriert.
Ach, das war für Sie auch neu? Ja, und im Nachhinein konnte sie es auch gar nicht glauben. Also sie hat es auch so nicht wahrgenommen ja. im Moment und hat gemeint, ich wäre es mit meiner Wasserflasche, die ich so nebenbei ab und zu mal angenommen habe, dass ich das verschüttet hätte. Ja? Ja. Aber es war ein sehr schönes Erlebnis. Also und wir haben ja hier in dieser Sendung, ist schon eine Weile her, auch mal heftig darüber diskutiert, über den weiblichen Erguss. Ja. Und es soll ihn wirklich geben. Ja, ja. Ja, und es soll ihn wirklich geben. Eben, und ich bin 25 Jahre alt und hab das bis jetzt nur einmal erlebt und muss sagen. Ach so, das heißt, dass bei deiner, bist du mit der Frau noch zusammen? Nee. Nein, nee. Leider nicht mehr. Ja. Aber ihr habt sicher danach nochmal irgendwann miteinander geschlafen. Ja, ja. Aber danach ist es nie wieder passiert. Nie wieder. Das war heißt, nur dieses eine Mal. Du hast sie nur einmal so gut in Fahrt gekriegt. Genau, ja. In Prag. Es muss an den Konstellationen, geografischen Konstellationen liegen. Ja, höchstwahrscheinlich, ja. Also das war auch ein sehr schönes Wochenende. Das war inspirativ und wir waren dann natürlich berauscht in dem Moment. Und du gibt es ja viele Männer. Wenn ich mit Männern drüber spreche, über dieses Thema, da gibt es immer die Fraktion, die sagt, das gibt's überhaupt nicht. Und dann gibt es die Fraktion, die sagt, wenn mir das passieren würde, fände ich eklig. Ist ja wie bei einem Kerl. Das ist bei dir nicht so. Du fandst das dann durchaus auch erregend und ein Ausdruck ihrer Leidenschaft. Ja, auf jeden Fall. Und ja. Ich muss dazu sagen, die Flüssigkeit war jetzt irgendwie, ich habe dann auch dran gerochen und das wird für die Finger so ein bisschen angerieben und gerochen und es war ganz neutral, es war nichts Ekelhaftes. Es war durchsichtig, hell durchsichtig. Ja, wie Wasser. Wie Wasser. Wie Wasser. Ja. Und es war eigentlich dann für mich nur noch anregender danach, ja. nach diesem Schockmoment. Ja. Und es ging natürlich dann auch noch gut weiter, kann man sagen. Ja. Ja. Also das ist ein Bild, was dich nie mehr loslässt. Nee, auf gar keinen Fall. Kann ich verstehen. Ja. Kann ich sehr gut verstehen. Vor allen Dingen, wenn man von diesem, du hattest von diesem Phänomen vorher noch nichts gehört. Nein. Gar nicht. Mhm, ja. Muss ich wirklich sagen. Ich habe jetzt in letzter Zeit auch mal einen Bericht drüber gesehen. Weiß nicht mehr welchen Kanal oder was, dass auch Frauen eben Ergüsse haben können. Ja, es soll irgendwelche geheimen Drüsen sein, die irgendwo sind, die da dann in Aktion treten. Genau. Nicht bei jeder Frau, aber bei einigen. Ja. Mhm. Ist höchstwahrscheinlich sowas. Hast du denn vielleicht auch im ersten Moment gedacht, die hat Pipi gemacht? Nee. Hätte man auch denken können, dass sie vor lauter Lust mal ein bisschen strullt. Ja, aber das war so schlagartig, Domian. Das war innerhalb von einer Sekunde alles draußen. Ja. Und ich meine, ich bin in der Pflege und ich weiß, wie Menschen pinkeln. Ja, und dann kennst du dich aus, ja. Ja, genau. Also Urin war es auf gar keinen Fall. Und ja, war eigentlich ein schönes Erlebnis, ja, nach den ganzen Geschichten, die ich jetzt zuvor gehört habe. Ja, bei dir. Ja, das ist einiges. Mal was Positives. Ja, ja. Also, du bist auf der Suche nach einer Frau, die zu dessen fähig ist. Ja, und vielleicht auch zu der Situation, dass man halt so verliebt ist und halt. So ausgiebig Sex hat, dass es halt eben vorkommen kann. Ich denke mal, es muss da schon einiges an Aktionen geschehen, dass das überhaupt vorkommen kann. Ja. Schätze ich mal. Ja. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich muss es wirklich einhergehen mit sehr großer Erregung und einem intensiven und langen Liebesspiel und einem guten Harmonieren zwischen den beiden Partnern. Ja. Das glaube ich auch. Ich danke dir für den Anruf und für die Geschichte, Johann. Jo, alles danke Gute. Dir auch, ciao. Tschüss. An dieser Stelle, ihr Lieben, ein Hinweis auf unseren Promi-Talk am Samstag. Mein prominenter Gast Samstagabend um 11:30 im WDR-Fernsehen ist Gabi Köster. Muss man gar nicht mehr zu sagen, Gabi Köster ist mein Gast. Ich freue mich riesig auf sie. Und wenn ihr mit Gabi Köster auch plaudern, streiten oder was auch immer wollt, dann könnt ihr während der Sendung anrufen oder ihr könnt euch jetzt während der Woche auch schon per Mail bei uns anmelden unter domian@wdr.de. Jetzt zu unserer heutigen Sendung, zu unserem Thema. Ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. Dazu hat sich Yvonne gemeldet und Yvonne ist 26 Jahre alt. Hallo. Hallo, hier ist die Yvonne. Hallo Yvonne. Ja. Was ist es bei dir? Ja, es ist noch nicht so, was mich jetzt in meinem Leben nicht loslässt, sondern es ist das aktuell so circa 3 Wochen bei mir. Und zwar, wir saßen gemütlich bei einem Abend mit mehreren Freunden beim Grillen zusammen und jeder hatte so sein Handy auf dem Tisch liegen und es gibt ja auch diese Videos, die man sich so hin und her schickt, so witzige Videos, per Bluetooth. Und irgendwann sagte dann der auf dem Handy, einen bösen Film hatte, er sagte mir, dass er eine Live-Reportage dort mehr oder weniger hat, wo jemand live enthauptet wird, was nicht nachgestellt ist, sondern wirklich live. Ja, ob ich mir das angucken möchte und
Man warnte mich noch, guckte das nicht an. Und ich kann nicht sagen, Domian, ich kann nicht sagen, meine Neugierde. Mhm. Ich habe mir gesagt, gib mir mal das Handy rüber. Mhm. Und ich habe das angeschaltet und habe in dem Moment nur gesehen, wie ein Mann dort lag, von zwei Männern festgehalten worden ist. Mhm. Und das Messer ging direkt in der Seite, in den Hals rein. Ich habe sofort wieder umgedreht, weil ich mich so erschrocken habe. Mhm. Aber Domian, meine Neugierde hat mich nicht in Ruhe gelassen. Und im Nachhinein habe ich gedacht, ich bin blöd, dass ich mir dieses angesehen habe. Hast du denn nochmal darauf geguckt? Oder nur diesen ersten Eindruck gehört? Genau. Dann hatte ich dieses Handy noch in der Hand und habe nochmal dieses Handy umgedreht und habe es mir nochmal angeguckt mit zerknirschten Augen. Also, dass man einen Teil sieht und einen Teil nicht sieht. Mhm. Und beim dritten Mal, ich gebe es zu, ich habe es mir angesehen. Aber in der Zwischenzeit, während du das hingelegt hast, waren ja Sekunden vergangen. Da muss doch der Akt des Enthauptens dann schon längst vorbei gewesen sein. Nein, man kann es ja sofort auf Stopp drücken. Ach so. Man kann es sofort auf Stopp drücken. Ach so. Ich habe sofort umgedreht und auf Stopp, also automatisch. Auf Stopp. Also irgendeine Taste. Wieder geguckt, wieder Stopp und so weiter. Ja, nicht sofort hintereinander, kurz gewartet. Verstehe, ja. Ich dachte, irgendwie möchte ich das doch sehen. Bis du es denn endgültig gesehen hast, dass diesem Mann mit einem Messer der Hals abgeschnitten wurde, oder was? Wirklich, der wurde komplett, ihm wurde komplett, wie er gestorben. Er hat vielleicht ein paar Sekunden nur geschrieben, bis vorne alles aufgeschnitten war und dann komplett, da wurde der Kopf hochgezogen und dann wurde er komplett drumherum abgeschnitten und der Kopf wurde in der Ecke geschmissen, ja. Und seitdem bin ich damit beschäftigt, jeden Abend, wenn ich einschlafe, ich kriege das nicht aus dem Kopf, wie dieser Mensch da lag, dann stellt man sich selber die Situation vor und... Sag mal, wer lädt sich so etwas auf das Handy? Von wo kam das? Von wo das herkam, ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Also ich muss mal fragen, es war ein Live-Video-Mitschnitt, ne? Es war ein Live-Video. Mhm. Und man sagte, er sagte mir, das ist wohl irgendwas von den Al-Qaidas, aber als Überschrift, es gibt ja immer so eine Überschrift über diese Videos. Ja. Und das stand russisch Soldiers. Mhm. Als Überschrift. Aber was ist denn das wiederum für ein Mensch, von dem du das Handy da genommen hast, der sich solche Sachen da draufzieht auf das Handy? Ja. Das kriegt man doch nicht einfach so zugeschickt. Das muss man sich auch holen, vermute ich mal, oder? Ja, das kriegt man von irgendjemand zugeschickt, wenn man es haben will. Wenn man es haben will, oder ja. Man holt es sich aus dem Internet. Ich habe keine Ahnung, woher man solche Sachen... Wie viele Leute wart ihr da in der Runde? Vier Mann. Vier Leute. Vier, hast du es denn direkt thematisiert und hast gesagt, das ist ja unfassbar, was ich hier sehe? Groß drüber gesprochen, danach habe ich nicht. Man hat mich aber auch gewarnt. Der eine Kollege sagt direkt, guck es dir nicht an. Ich habe es mir auch nicht angeguckt, nachdem man mir erzählt hat, was man genau sieht. Nochmal die Frage jetzt, dem das Handy gehört hat. Ja. Hast du mit dem gesprochen, wie der drauf ist, dass der sowas da in seinem Handy hat? Nein, ich habe ihn nicht gefragt, warum er das... Kennst du den? Nicht richtig gut, nein. Nicht jetzt, was ich sagen könnte, das ist ein Freund von mir, den kenne ich jetzt so genau. Es ging ja auch Videos damals um die Welt im Internet, wo Al-Qaida irgendwen geköpft hat. Mhm. Das ist schon schlimm genug. Und Das ist Wahnsinn, wenn man es sieht. Es ist Wahnsinn. Ich weiß auch nicht, wieso ich so neugierig, warum der Mensch überhaupt neugierig auf sowas ist. Das ist natürlich die Frage. Du hast ja sogar dreimal... Bist du rangegangen, hast wieder geguckt. Und wenn ich es mir angeguckt habe. Was ist das für ein Trieb in einem, dass man dann nicht sagt, man hat kapiert, um was es da ging, Schluss aus, weg damit, ich will es gar nicht sehen. Domian, ich kann es dir nicht erklären. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es ein Trieb ist. Mhm. Keine Ahnung. Die Neugierde hat mich dazu getrieben, mir dieses anzusehen. Und jetzt habe ich damit meine echten Probleme, dass ich mir... Ich meine, was frage ich hier großartig rum? Wir erleben es seit Jahrzehnten und seit Jahrhunderten immer da, wo etwas Schlimmes passiert. Sei es eine Hinrichtung, sei es eine Hexenverbrennung, sei es ein Autounfall. Jetzt auf die Jahrhunderte verteilt. Gucken die Leute aus Faszination am Schlimmen, vielleicht aus Glück, nicht selbst der Betroffene zu sein? Ich weiß es nicht. Die Antwort habe ich darauf auch nicht, warum der Mensch sich sowas ansieht. Mhm, Deswegen, ich kann meine eigene Neugierde nicht erklären. Mhm. Aber ich weiß meine, jetzt, nicht, was dahinter steckt. Ich meine, jetzt bist du bedient, ne? Mit ich sowas. Bin total bedient. Hätte ich das gewusst, ich hätte es mir niemals angesehen. Niemals. Ich kriege es nicht mehr aus meinem Kopf. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, bis ich das verarbeitet habe. Wie dieser Mensch am Anfang noch die Geräusche von sich gegeben hat. Und man stellt sich das dann selber vor. Man wird festgehalten und ohne irgendwelche, irgendwelche Menschen tun dieses einfach.
Unglaublich. Unglaublich. Ich denke das ja immer, wenn ich so Filme, Spielfilme sehe, die so Guillotine-Situationen nachstellen aus, ja, aus früheren Zeiten. Was muss das grauenhaft gewesen sein, wenn man da hingeführt wird und man weiß, gleich fällt dieses Fallbeil runter. Ja, ja. Und wenn man das dann wirklich noch live bei einer Person dann, dann sieht, real sieht, wie... Mein Gott, ich kann... Ich glaube auch, dass das etwas ist, etwas sehr Schlimmes in uns Menschen ist, dass wir da so gierig drauf sind, dass da irgendwas ganz tief in uns schlummert, so etwas sehen zu wollen, so etwas teilhaben zu wollen. Dann kannst du mir darauf eine Antwort geben? Nein, ich weiß es nicht. Warum das bei mir so war? Nein, ich glaube, das ist jetzt du bist ja keine Ausnahme erscheinen. Ich glaube, dass sehr viele Leute das geguckt hätten. Und wahrscheinlich auch sehr viele mit dem Effekt, wie bei dir, dass sie es hinterher bereuen. Aber immerhin ist das so. Es hätte ja sein können, dass du insgeheim gedacht hast, ist ja mal interessant, sowas gesehen zu haben. Ich glaube, dass viele, die sich auch diese Internetgeschichte damals reingezogen haben, sage ich mal ganz, ganz locker, von Al-Qaida, dass die das nicht so schockierend fanden wie du. Dass die sogar eine Lust dabei empfunden haben, das zu sehen. Das unterstelle ich. Insofern ist es, ja, das glaube ich. Deswegen finde ich zumindest deine Reaktion, dass du jetzt so geschockt über dich selbst bist, ne? Über mich selbst, dass ich es mir wirklich angesehen habe. Aber jetzt, diese Zeit jetzt danach, ich weiß nicht, wann ich das aus meinen Augen, es fällt mir immer wieder im Laufe des Tages immer wieder ein. Glaube ich. Und das jetzt schon über 3 Wochen. Aber da ermisst man, mir fällt gerade, ich habe eine Assoziation, da ermisst man vielleicht, was Menschen durchmachen, sei es unsere Eltern, unsere Großeltern oder in anderen Ländern, die wirklich schlimme Kriege erlebt haben, die über Jahre solche schlimmen Dinge wirklich gesehen haben. Da ermisst man das erstmal, was in den Seelen angerichtet worden ist. Ne? Ja, da darf man nicht drüber nachdenken. Nein, das in der Tat nicht. Ich hoffe, dass du es doch dennoch irgendwann verarbeiten kannst und zu den Akten legen kannst und du daraus lernst, dich von solchen Sachen fernzuhalten. Also ich weiß in Zukunft, wenn mir einer redet, ich soll dort nicht hinsehen oder wenn es andere sind, ich werde es glaube ich nicht mehr tun. Nein. Alles Gute. Aber die Neugierde macht ein bisschen Sorge. Mhm. Dankeschön, Domian. Alles Dir Gute, auch. Ja. Tschüss. Okay, tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Es geht weiter mit Ralf. Ralf ist 29 Jahre alt. Hallo Ralf. Hallo. Unser Thema heißt, ich sah etwas, das mich nicht mehr loslässt. So ist es, ja. Also ich habe eher eine positivere Geschichte, wie das, was bisher war. Seit ich Rahmen vor 20 Jahren eine Erscheinung gehabt, die für mich durch das restliche Leben, das mich begleitet hat, das ich als Engel bezeichne, eine Lichtgestalt, zu einem Zeitpunkt, wo ich alleine war. Ich muss eben unterbrechen, vor 20 Jahren oder als du 20 warst? Vor 20 Jahren. Als Kind. Als Kind, als Neunjähriger. Als acht, neunjähriger, ja. Hast du eine Erscheinung gehabt, eine Lichterscheinung? Richtig, ja. Was war das? Was hast du da gesehen? Es war eine, ich sag mal, menschengroße Lichtgestalt vor dem Fenster im zweiten Stock mit so leuchtenden Bändern im Mondlicht schimmernd, mit einem leichten Lächeln im Gesicht, geschlechtslos, also keine Anzeichen, ob es ein Mann oder eine Frau ist, sondern so eine, diese. Also diese Erscheinung schwebte quasi vor deinem Fenster. Richtig, ja. Es war Nacht, weil du gerade vom Mondschein was gesprochen hast. Es war Nacht. Du warst alleine in dem Zimmer. Ich war alleine im Haus. Warst du krank irgendwie? Nee, es war nur, die Familie war weg. Die Familie war weg, ja. Ja, und stell mir vor, wenn man als Kind so das sieht, hattest du da nicht Angst, irre Angst? Ich hatte Angst, bevor ich die Gestalt sah. Mhm. Also Angst, alleine zu sein. Allein im Haus sein. Und dann, nach dieser Erscheinung, ging es mir eigentlich recht gut. Und aufgrund dieser Erscheinung fühlte ich mich bis jetzt immer noch recht sicher in allem, was ich tue. Ach so. Es ist so ein, für mich ist eine Art Schutzengel, egal was ich tue,
es kann mir nichts passieren. Also es war damals, du warst als Neunjähriger für deine Verhältnisse in einer Notsituation, weil du Angst hattest allein in einem Haus und es war Nacht. Das ist richtig. Große Angst, und dann ist diese Erscheinung dir vor Augen getreten als Symbol, du brauchst keine Angst zu haben, hier ist etwas, ich bin bei dir. Genau, ja. Und dieses Gefühl hält bis heute, wo du fast 30 bist, an. Ja, absolut. Und das hält eigentlich immer noch an und ich bin sehr froh darum, dass das Gefühl zumindest da ist. Finde ich toll. Es hätte ja sein können, dass du irgendwann, nachdem du älter geworden bist, gesagt hättest, naja, was kindliche Fantasie und ich lege es zu den Akten, aber ja, das ist nicht so. Da habe ich mit gerungen, ist es kindliche Fantasie, aber es war so real für mich und auch ich habe auch das Bild da noch vor Augen. Und die Gestalt hat ja auch gelächelt, ne, wie du gerade sagtest. Das war ja, so ein leichtes Lächeln, also so ein beruhigendes Lächeln. Brauchst du keine Sorgen machen, alles was du tust. Aber sie ist nie mehr aufgetaucht in deinem Leben. Nur in Gedanken. Nur Gedanken. Gedanken und Träumen. Ja. Also nicht mehr so real wie damals. Aber trotzdem wirklich eben so intensiv, dass es mich nicht mehr loslässt. Genau. Wollte ich gerade sagen, wie erstaunlich, dass es so, dass es 20 Jahre anhält und 20 Jahre so eine gute Empfindung in dir auslöst. Ja, das ist doch grandios. Da muss man gar nicht rätseln und das erklären, was das vielleicht sein könnte. Es ist, wie es ist und so, wie es ist, ist es gut. Es gibt immer wieder Mut und ist einfach eine schöne Sache. Ja, finde ich auch. Finde ich ganz toll. Ja, schöne kleine Geschichte. Für dich keine kleine Geschichte, aber eine sehr, sehr gravierende Geschichte. Richtig, ja. Ralf, ich danke dir für deinen Anruf. Und ich danke auch. Dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Weiter geht's mit Ruth. Und Ruth ist 49. Hallo, Ruth. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen, Ruth. Was ist es bei dir, was dich nicht loslässt? Welcher Eindruck? Ja, ich träume seit, sagen wir mal, so 2-3 Monate, dass ich sterbe. Mhm. Und zwar immer durch die Hand von meinem Sohn. Wie alt ist dein Sohn? 22. Ist das Verhältnis zu ihm schlecht? Ja, schon. Sehr schlecht? Sehr schlecht, ja. Habt ihr überhaupt Kontakt miteinander? Ja, doch, er wohnt ja noch bei dir. Achso, er wohnt noch bei dir. Achso. Ja. Warum ist das Verhältnis so schlecht? Was soll ich da sagen? Ich glaube, er kommt selber nicht zurecht mit seinem Leben. Mhm. Was macht er denn vom Beruf? Er hat eine Lehre angefangen bei der Stadt, also im Bauhof. Mhm. Und die hat er 2 Jahre gemacht und dann hat er einfach abgebrochen. Mhm. Er wollte nicht mehr in die Schule gehen, weil sie auswärts war und so weiter. Das heißt, er hängt jetzt so zu Hause ab? Ja, also mein Mann, der ist jetzt in Rente und jetzt hat er aber so ein Gewerbe angemeldet und da gehen sie so Schrott sammeln. Achso. Und jetzt arbeitet er mit dem zusammen, ja. Mhm. Da gibt es jeden Tag Stress. Stress und Streit. Ist es so, dass du im wachen Zustand, also wenn du jetzt so mit mir sprichst, auch Angst hast, dass dein Sohn dich umbringen würde? Wenn es ganz doll eskaliert, das nicht? Nee, also Angst habe ich eigentlich keine. Komischerweise, habe ich keine Angst. Aber der Traum zeigt ja was, ne? Der Traum zeigt ein ganz großes Unglücksgefühl. Ja, furchtbar. Mhm. Weil ich bin nur 1,64 groß und ich habe 134 Kilo. Mhm. Das hat sich einfach so ich habe 4 Kinder und mit jeder Schwangerschaft bin ich irgendwie dicker geworden. Mhm. Es ist einfach das nicht mehr weggegangen. Sag mal, du hast 4 Kinder. Sind die anderen alle aus dem Haus schon oder sind da noch andere im Haus? Nee, 2 sind außer Haus und 2 sind noch zu Hause. Ach so. Und das andere Kind, was noch zu Hause ist, ist das älter als dein Sohn? Der ist 24. Ja. Und der hat eine feste Arbeit. Und mit dem ist das Verhältnis auch ganz gut? Ah, ja. So lala. So lala. Mhm. Ja. Mhm. Aber nicht so ein Stress wie mit dem Jüngsten. Ja. Lass mich nochmal fragen zu dem Traum. Was genau in dem Traum passiert? Ja, das ist das Furchtbare, was in dem Traum passiert. Dass mein jüngster Sohn so wütend auf mich ist und einfach ein Messer nimmt und schneidet mir überall meinen Speck weg. Am Bauch und am Schenkeln und an der Oberarme. Am lebendigen Leib? Am lebendigen Leib, ja. Und dann schmeißt er das so auf mich und sagt, friss dein Fett. Und das ist so furchtbar.
Und du wachst dann immer auf? Dann wache ich auf. Vor Schreien oder Ich weiß nicht, ob ich schreie. Und das ist immer derselbe Traum, dass dein Sohn dir Fleischstücke aus deinem Leib schneidet? Nicht immer, aber sehr oft, ja. Und das seit 2-3 Monaten? Ja. Jede Nacht? Nicht jede Nacht, nee, vielleicht 2-3 Mal in der Woche. Dann träume ich aber auch mal wieder andere Sachen. Mir passiert immer irgendwas. Mhm. Aber weißt du, Ruth, ich sag's jetzt mal so schnell, weil die Sendung gleich vorbei ist. Das ist ja wirklich ein Signal deiner Seele, ein Notruf, würde ich mal fast sagen. Ja. Ne? Dass du dich sowas von verdammt unwohl fühlst in deiner Haut, in deiner Situation, dass du dir, wie auch immer, darüber können wir gleich mal in Ruhe sprechen nach der Sendung, irgendwie Hilfe suchen musst, dass irgendwas passieren sollte. Ja, ich war jetzt auch schon dreimal in einer psychosomatischen Klinik. Mhm. Aber das bringt einfach nichts, weil nur ich mich hier eigentlich verändere und ich wohlgestellt wieder nach Hause komme und zu Hause eigentlich sich nichts verändert. Jetzt ist die Sendung gleich rum. Das vertiefen wir jetzt aber gleich nochmal. Du legst bitte auf und wir rufen gleich nochmal an, Ruth. Okay, in Ordnung. Bis gleich. Alles Gute. Tschüss. In der Technik war Gudrun Hausen. Bis morgen. Macht's gut. Tschüss.